Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier wieder wie heißen wir? Die Horden. Of Kings. Achso. Genau, Rhine of Kings, die ordentliche Truppe mit unserem supergeilen Totenkopf-Logo. Wir haben gerade irgendwie da ein Riesenhaus entdeckt in der Nähe von unserem Gebäude. Die anderen sind natürlich auch immer alle da mit bei. Mal wieder, ruf mal alle Hallo für hallo. Die Zuschauer. Hallo. Ja. Das ist unsere 5-Mann starke Gruppe aktuell. Genau. Ich baue jetzt halt gerade mal die Hütte hier noch weiter Ende aus, ja. Nicht, aber... Genau, die Hütte war jetzt fast fertig in wie lange? 7 Minuten oder so? Ist so geschätzt, ja. Unglaublich. Ja, bei 5 Mann, wenn da jeder ein bisschen Holz sammelt, Steine sammelt. Wenn man alleine spielt, braucht man dafür 3 Stunden oder so. Gefühlt, ja. Ja. Gefühlt, genau. Vor allem für die Größe definitiv, ja. Gefühlt, ja. Ich habe noch nicht das System so richtig verstanden. Ist denn nicht nur so, dass die Hütten verfallen? Oder bleiben die so stehen? Nutzen die sich ab? Oder wenn ich nach... Verfallen weiß ich noch nicht. Die meisten Hütten werden halt früher oder später mal aufgebrochen durch diese Katapulte, die du ja bauen kannst. Ja. Und wenn du halt eine Gruppe bist, also ich habe es auf meinem Server miterlebt, nimmt halt Zeit in Anspruch und dann halt einfach, ja... Wie es gesagt, musst du halt für den jeweiligen Schuss, ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber der, wo das Katapult bedient hat, der hat dann halt den einmal dann immer zum Holz sammeln und Flachs sammeln und was weiß ich geschickt. So würde ich vermuten, dass man halt für die Munition auch noch Material braucht. Und dann halt reißt er halt die Wände ein, die meisten machen halt so, die reißen an die Wand ein und zerstören dann dieses Crest, also diesen Hirsch-Totenkopf-Schädel, was weiß ich, und setzen dann ihr eigenes hin und in dem Moment, wo dann denen sie es sitzt, können sie ja das ganze Gebäude zurückbauen. Ja, also nehmen dann sozusagen dann deine Steine, wo du mühsam erfarmt hast, nehmen die in ihren Besitz, bauen es ab und haben dann sozusagen das Material, die Steine. Aber sie müssen doch stundenlang einklopfen, bis der abgebaut ist, der Klotz. Richtig, also mit dem Katapult, ich weiß nicht, wie lange das dauert, also da gehen die großen Tiers, also dieser letzte Tier 7-Stein, wo du halt schon mal ewig lang brauchst, um den überhaupt zu erfarmen. Und ich glaube, da brauchst du für einen, das sind 2-3 Minuten, was du glaubst, mindestens, wenn du sogar länger brauchen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es halt vom Viper mitbekommen. Ja. Weil die haben auf dem anderen Server dieses Admin-Haus, wo sie halt vermuten, dass das von den Admins ist, den Admin-Turm da halt eingerissen. Ja. Die haben es halt irgendwie ins Wasser gebaut gehabt mit dem höchsten Stein T7 und dann ewig in die Höhe. Also da nehmen sie an, dass die Admins da auch ein bisschen über ihr Admin-Tool da aufgezogen haben. Da haben sie sich im Grunde unter Wasser die Crest reingesetzt gehabt und haben dann unter Wasser dann halt das Katapult gestellt, unten die Wand eingerissen, das Crest kaputt gemacht, ein eigenes Crest hingesetzt und dann halt wirklich dann die Steine mit der Hand im Grunde, mit Rechtsklick kannst du die Steine ja wieder abbauen. Da haben sie sich halt dann sozusagen die Steine geklaut. Ja, und wie ist es, ich habe ja ganz am Anfang habe ich ja erstmal alleine angefangen, bevor wir zusammengespielt haben. Und habe mir ein ganz kleines Haus gebaut. Ja, mit einer kleinen Tür, mit 2 Fenstern und ein paar Truhen drin. Und als ich dann, ich glaube, es waren nur 3 Tage später, bin ich raufgekommen. Da waren die Truhen, also alles war leergeräumt. Alles war weg. Aber das Haus war überhaupt nicht beschädigt und die Tür war auch zu. Okay. Okay, da könnte jemand mit dem Lockpick reingegangen sein. Und als ich dann wieder 2 oder 3 Tage später da war, war dann irgendwie alles weg. Da standen dann nur noch 2 Truhen, die ganzen Wände waren weg, alles war weg. Nur noch ein so ein Block, der so halb in der Erde war, stand da. Und da wusste ich jetzt nicht, ob die so wie bei Rust, hat sich jemand die Mühe gemacht und hat da stundenlang auf diese Klötze eingeklopft, um die abzubauen. Oder... hat sich jemand die Mühe gemacht, extra mit einem Katapult dieses kleine Poophaus Gute Frage. Die Frage ist, hattest du so einen Crest, hattest du so einen Totenkopf? Ja, ich hatte so ein Geweih, so ein Claim, ja. Okay. Ja, weil das erlaubt es dann schon mal keinem in die Nähe zu bauen. Also muss er wenigstens eine Wand eingerissen haben. Kriegt man denn die ganzen Rohstoffe dann, wenn ich mir jetzt die Mühe mache und an der Wand da rumschlage? Also von dem, was du die Wand einschlägst, dann nicht. Aber sobald du dann halt das Crest von ihm zerstört hast und dein eigenes Crest reingesetzt hast, kannst du ja das Haus abbauen.
Kannst du mit deinem eigenen Haus kannst du auch immer umbauen, indem du dann halt die rechte Maustaste nimmst. Und ja, so. Das war aber immer so lang, wenn man sich erneut abloggt, kann man es dann nicht mehr, wenn man sich erneut einloggt. Wir können es jetzt zwar die ganze Zeit machen, aber wenn du runtergehst und wieder raufkommst, dann geht es wohl nicht mehr mit der rechten Maustaste, das wegzunehmen. Ja, wir haben es jetzt aber immer. Also müsste immer. Eigentlich. Oder dass gehen. Sie das geändert haben. Also es müsste auf eigentlich gehen, als dein Haus solltest du immer umbauen können. Aber vielleicht nur, wenn das Geweih drin hängt, wa? Ja, richtig, wenn du dein eigenes sowieso nur. Das ja, weil sonst geht's nicht. Also ja. Wenn du in ein fremdes Haus hingehen würdest und einfach rechte Maustaste drückst und du das abbaust, das wäre ein bisschen arg lustlos. Ja, oder die haben es wirklich geändert. Das ist ja schon 2 oder 3 Wochen her. Bei mir war das so. Ich konnte das Haus so lange ändern, wie ich mich nicht ausgeloggt habe. Als ich mich dann wieder eingeloggt habe, konnte ich das nicht mehr mit der rechten Maustaste die Blöcke entfernen. Aber da hatte ich auch kein Geweih. Weiß es nicht. Könnt ihr ja mal probieren. So, ich habe jetzt bis jetzt das Haus noch gar nicht gesehen, dieses bombastische. Also Fabi hat gerade in diesem Clan-Chat geschrieben, um den Berg sind 2 Hütten. Ja, Ufo, wollen wir uns bei unserer Hütte treffen? Dann zeige ich dir mal das Häuschen. Ja, ich komme wieder runter. Bin hier oben irgendwie rumgeirrt. Was sagt der Baumeister, an was für Materialien scheitert es uns gerade? An Flachs. Stein. Wir brauchen Stein, um die Öfen aufzuwerten. Stein, alles Schmelzdingern. Dann gehe ich mal Richtung Wiese und versuche Stein zu sammeln. Ich meine, die Steinaxt habe ich mir schon mal hergestellt gehabt. Vorhin. Hast du die Stone Hatchet? Ich habe die Stone Hatchet und ich habe die Stone Pickaxe. Ich habe beide schon. Nutzen die sich eigentlich ab, die... Aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Aber ich denke, das wird früher oder später auch noch kommen, wie bei Rust, dass die so eine Haltbarkeit haben. Alter, ist das unser Haus hier mit den Schrägen dran? Bist du Schrägen dran gebaut, Knaster? Von außen nicht, nee. Oben am Dach? Dann ist das ein anderes Haus. Wir haben kein Dach. Hilfe, wo bin ich? Ich bin hier bei einem Haus, das... Ach du Scheiße. Ufo ist zum fremden Planeten geflogen. Ich geh mal da rein. Lololololol, hallo? Hallo, jemand zu Hause? Auf jeden Alter. Fall ist Ufo allein zu Hause. Voll die geilen dass Truhen du die Kisten leer kriegst. Alter, Scheiße. Soll ich die beklauen hier? Ja. Wenn es geht, immer mitnehmen. 442 metallverstärkte Blöcke, sage ich dazu. Mitnehmen. Ach du Scheiße. Ich zensiere mal das Video. Piep, wir waren es nicht. 10 Metalltore. Nimm es mit und sieh zu, dass du deinen Hintern hierher bewegst. 41 Öl, der Penta im Schlafsack. Ach du Scheiße. Gelegen. Töten. Nein, mach ich nicht. Okay, dann mach ich's. Dann mach's nicht. Ich töte sie nicht. Der Schwarze war's. Ich hau so schnell das typische ab. Klischee, ey. Ja, bitte töte ihn, wenn du es über das Herz bringst. Du weißt ja nicht, wo ich bin. Heißt also, die Kriminalität wird, in ROK ist eher auch auf die Ach du Scheiße, ich weiß jetzt im Moment selber nicht, wo ich bin. Ich sehe schon kommen, er läuft raus und lässt sie von einem Wolf oder so fressen. Ach du Scheiße. Meinst du, ich hätte den töten sollen? Warte mal. Ja. Echt? Ja. Vielleicht kann ich nochmal in die Tür rein. Ufo muss ich umnennen, in Ufo der Gutmütige. Ja, Ufo der Gefühlvolle. Tür kriegt nicht auf, man kommt nur durch oben rein. Ey, jetzt ist die Frage, bei so viel Loot, ob ich den jetzt extra nochmal töte oder ob ich jetzt einfach schleunigst zu euch komme. Beides töten und schleunigst zu uns kommen. Alter, das ist ja eine Gewissenskrise, ey. Ja, Wasserplätscher. Man kommt nur von oben vom Berg ran. Naja, aber man kommt rein. Ja. Na, mal gucken. Ganz entspannt. Nach außen sehe ich ja aus wie jemand, der gar nichts hat. Lololololol. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts. Ich bin unschuldig. Ich hab keine 10 Metalltore. Nein. Wer baut denn 10 Metalltore? Der muss ja echt zu viel Material gehabt haben. Der, den ich gleich töten werde. Oh Gott, der Arme, ey. Dafür hat er viele, viele Stunden gearbeitet. Oder beim anderen eingebrochen und geklaut. Ja, wa? Vielleicht war bestimmt so. Wir geben ihm nur die Gerechtigkeit. Aber dass er es nicht oben, dass er es nicht zugemacht hat, oben sein Haus. Naja, kann ja jeder machen, wie er will. Selber schuld. Gut, dann. Oh, Leonardo ist schon hier. Der alte Leichenfletterer. Krass.
Oh Gott, das Blut spritzt hier, Alter, welche Brutalität, ey. Schon kommen, ich muss mir wieder das Let's Play von deiner Sicht anschauen. Ja, Leonardo ist voll der krasse Mörder. Das war der Ritter. Occupied. Okay. Hat der eine geile Ausrüstung? Jetzt nicht mehr. Hast du die ganze Eisenrüstung? Scheiße, warum hab ich den nicht getötet? Warum hab ich den nicht getötet? Ich bin so ein Weichei. Jetzt habe ich gar nichts, gebe euch den ganzen Loot und das war's. Und habe immer noch eine Keule und einen Lendenschutz. Knaster, bauen wir schnell einen Käfig. Für Leonardo? Nee, für dich. Nein! Ey, mit dem Zeug, was ich habe, kann ich mir das krasseste Haus irgendwo bauen. Dann brauche ich euch gar nicht mehr. Das ist gleich der stille Käfig. Der Käfig der Stille. Und schön draußen dran hängt halt die Schnauze, UFO. Oh, der Sternenhimmel ist cool. Ist mal ein bisschen... Hast du auch normale unrealistisch, Steine mitnehmen können? Mal gucken. Wir brauchen nichtsdestotrotz normale Steine. Nee, er hat aber 146 Stone Block. Dann habe ich 27 Steine. Dann hat er 52 Reforced Wood Stairs mit Iron. Nein. Und 442 Reforced Wood Block mit Damit Iron. Damit können wir doch gut die Hütte verstärken. Jo. Und 10 Reforced Wood Gates. Also irgendwie kommt mir das so vor, als ob das Spiel uns mag. 10 Iron Gates. Staffel 1 in der ersten Folge waren wir innerhalb von 10 Minuten König. Ja, aber. In Staffel 2 dauert es... Aber auch drei Folgen lang. Naja, ist ja egal. In Staffel 2 dauert es keine Stunde und wir haben im Grunde ein Steinhaus. Na, mal sehen, ob ich damit ankomme bei uns. Kann ich mal bitte... Warte mal, du hast doch Leonardo dabei. Dann soll er dich eskortieren. Dann Leonardo? Kann ich Pack gerade das Bett weg. Nee, Leonardo ist voll im Blutrausch. Ich bin schon mal losgegangen. Berserker-Modus. Echt, er steht da bis zu den Knien in Blut. War da nur eine Eisenrüstung drin, ey, Leonardo? Hätte ich dir doch nicht verraten. Was? Wirst du mir nicht verraten? Okay. Klar, dafür ist ja auch die Gilde da. Ah, ja, Leonardo ist dann unser, wie nennt sich Türsteher? Der steht dann vor der Hütte und schaut, dass keiner reinkommt. Ich vielleicht will er uns dann alle. Horn, vielleicht will er uns alle killen jetzt. Nein, das glaube ich nicht. Ich finde das bei dem nicht, Horn mir wird es langsam cool, unheimlich. Dass sie auf so kleine Details geachtet haben. Bei jetzt dem schon. Horn holt er richtig tief Luft vorher. Ja. Und die Musik passt auch perfekt zum Ambiente hier. Oh, ich finde den Soundtrack so genial. Ja, ich auch. So, jetzt kommt UFO mit ein paar kleinen Geschenken. So ist er, nackt mit dem Lendenschutz und opfert alles der Gemeinschaft, meine lieben Zuschauer. Da seht ihr es wieder mal. Er opfert alles. So, was bekommt er? 30 Flachs, wenn er Glück hat. Gerade so viel, dass du einen Schlafsack hinstellen kannst. Ne? Da könnten wir ja, mit diesen Blöcken können wir außenrum nochmal eine Reforced-Wand rumbauen um das ganze Haus. Um es dicker zu machen, aber nach außen hin. Was hat Matthias gesagt gehabt? Nee, nicht zu nah an die Außenkante. Richtig, ich glaube 5 oder 6 Blöcke von der Außenkante weg. Achso. Ja, weil wenn du es direkt an die Grenze stellst, können ja die anderen im Grunde auf der anderen Seite der Grenze direkt hochbauen. Dann können sie einfach drüber springen. Oh, also. Da ist ein Iron-Schuh drin. Ein Schuh? Nicht mehr. Ein Schuh. Nö, nicht, ist alles gut. Ein könntest du die Tür mal hinter dir zumachen, du Held? Entschuldigung. So, wir sind alleine, UFO-Mann. Dreh dich mal um. Ach nein. Wie? Ich packe hier gerade voll die geilen Sachen rein. Hör auf. Oh, aber wo geile Sachen? Hör auf. Wenn du mich tötest, dann trifft dich der Fluch der Gemeinschaft. Welcher Gemeinschaft? Ja. Wie viele Steine, sagtest du, hast du dabei? Also 146 Stoneblocks. Nein, normale Steine. So steinige Steine. 27. Ah, das reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch rund 50 Steine. Und also wir brauchen noch eine Truhe. 103 Steine habe ich im Inventar. Willst du den ersten Smelter aufbauen, ne? Ja. Reinforced Wood Block. Ich Kann würde dann jetzt unten erstmal ersetzen, quasi die Blöcke. Die unterste. Die unterste Wand. Reihe sozusagen, ja, das können wir machen. Soll ich das mit Steinblöcken ersetzen oder mit den Reinforced Wood Blocks?
Nee, mach ruhig Stein, oder? Wer brüllt denn da so? Du? Nee, ja. Ready, my blade! Hab mich verlaufen, Leute. Du bist mein persönlicher Held. Auf alle Fälle brauchen wir. Sag mal, wo sind denn die Enten beim Ententeil? Ich habe vorhin gar keine Enten gesehen, das kommt mir gerade so. Auch ein bisschen leiser machen. So, Info für dich, das war eine Stahlrüstung. Boah. Stahl! Ach, sehr schön. Das Wasser, was ist nämlich doch nicht echt laut. Da habe ich mal den Umgebungs... Ich hätte gerade jemand geaddet bei Steam. Bei Steam? Naja, muss man aufpassen. Da adden momentan wieder extrem viele... ja, Faker. Ja, ich blockiere ja prinzipiell alles, was Level 0 hat und nicht ein Spiel. Der Baumteich. Der Teich. Denkt dran, bitte die Tür hinter euch zuzumachen. Mm. Ich hab's jetzt gemacht. Naja, wir sind da bei Rust schon so manches Mal reingefallen. Ja, das ist wohl wahr. Ich komme von außen, lass die Tür offen. Okay. Der andere von außen reingelaufen ist der andere. Hinterrücks rein und hat dann... Matthias, glaube ich, war das damals, der die Tür offen gelassen gehabt hat, oder? Mhm. Dann lagen wir alle am Boden. Oh. Ich habe da ein Holzhaus oben am Berg gefunden, sehe ich gerade. Ziemlich großes sogar. Von den anderen wahrscheinlich. Laris Gill. Auch gut. Warte, wie sagtest du? Wie sagtest du, wie die Gilde heißt? Laris. Achso. Ich habe gleich zwei geaddet. Flyflower und Lali. Was? Laliru? Lalilu. Nee, Laliru. Mit R. Okay. Da ist noch eine Hütte hier oben. Okay. Die ist aber nicht protected. Das ist auch leer. Ui, da sind noch mehr Steinhäuser. Ohne Dach. Erzähl doch mal was, sonst ist es so still. Tja. Naja. Haben wir eigentlich schon den König immer noch nicht? Nee. Oh. Müssen wir uns ja auch bald mal drum kümmern, dass das. Verbaut. Wie, du hast dich verbaut? Ja. Jetzt sag nicht, ich habe hier keine Bauerlaubnis. Doch, natürlich. Ich baue hier gerade so ein Eisentor vor unsere Tür. Ich weiß noch nicht, warum ihr hier... So. Macht ihr denn? Tipp. Oh. Der Moment, da sind wie viele Leute gerade auf dem Server sind. Slash List. Man kann es auch übertreiben. Sicher ist sicher. Mir läuft da gerade einer entgegen. Schwarze Legion ist das Gebäude hier. 1, 2, 3, 4. Warum bin ich in Rot? Ach du Scheiße, ich muss was essen. Mein Gott! Ja, Knaster war das auch in Ordnung. Was.
Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Was? Oh, ich bin bei der... Da ist eine Ente und ich bin bei der Zombie-Stadt gerade angekommen. Pass auf, dass du dich nicht zu nah ran begibst. Ich will nur das, die Ente mitnehmen. Ich habe noch nie ein Let's Play gesehen, wo jemand drin war. Da soll Loot sein, habe ich gelesen. Ja, wenn ich jetzt reingehe, dann liegt bestimmt Loot da, nämlich meiner. Oh, stell mal vor, das Loot von Hunderten von Abenteurern, die es versucht haben, reinzukommen. Es bleibt immer liegen, egal wie oft der Server neu gestartet wird, von allen, die da jemals waren. Und auch egal von welchem Server, das ist einfach global. Welt, von der ganzen Welt, von allen Spielen, das von Rust. Das ist wie bei Diablo 3, diese Insel des Schatzes oder wie sie schimpft. Gott, ey, die Zombies, wie die ausschauen, hey. Die sind schon ziemlich krass, ja. Überdimensionale Hände, was hat denn der da an der Hand? Das sind irgendwelche so... Lange Fingernägel. Oh, ja, total. Geh weg. Die Werwölfe sind auch geil. Oh, der kommt, der ist so verdammt schnell. Oh, ja. Oh. Viel Spaß, viel Spaß. Mama! Also ich habe das jetzt mit deinem Eisentor nicht ganz verstanden, warum du das jetzt davor gebaut hast, aber du wirst schon deinen Grund gehabt haben. Na, das Eisentor ist doch schwer einzubrechen. Das kannst du auch nicht mit dem Lockpick benutzen. Nee. Da kommt man schwerer rein, oder nicht? Ja, aber vor es dem halt auch ewig, naja, dann gehst du halt nicht durchs Tor, ne? Dann klopfst du dich halt durch die Wand. Aber wir haben unten jetzt Stein, die unterste Schicht. Und ich habe noch 3 Steine übrig, Steinblöcke. Ja, okay, cool. Soll ich das wieder entfernen, was ich gebaut habe? Nee, lass ruhig, alles gut. Was wird das? Boah, Schock. Deko. Boah, sieht doch kacke aus. Entschuldigung. Jetzt wollte ich gerade eben an der Zombie-Stadt, ist so ein selbstgebauter, also ein kleines Hüttchen, wollte ich gerade looten, auf einmal ich im Hintergrund, der ich mir rumstehe, Zombie hinter mir. Haben wir nicht auch Reinforced-Blöcke? Für hier oben? Holzblöcke Reinforced. Dass wir hier die obere Schicht, ganz, also die Reinforced-Blöcke nehmen? Ja, also ja die drei gerade mit mir rum. Und wieso trägst du die mit dir rum? Weil ich hier draußen gebaut habe. Ach so. Das erklärt doch einiges. Ich hab die auch gelootet, ich hätte mir auch woanders ein eigenes Haus bauen können. Hätte Würfelkette. Großer Clanführer. Was soll's denn, wie läuft denn das ab, dass wir alle Ressourcen einsammeln und du baust alles, oder wie? Natürlich. Wie ist der Plan? Nein, das nicht, aber wenn Fabi und ich hier zusammen bauen, wäre es halt schon gut, wenn die Steine zum Bauen auch da wären. Okay. Meinst du nicht? Okay, die meinst du die Steine, die ich da gefunden habe in dem Haus? Ja, zum Beispiel. Ja. Ich dachte mir nur so, das macht vielleicht Sinn, wenn Leonardo und ich hier bauen können mit denen. Ja, die hab's wieder in die Truhe gepackt. Okay, cool. Ach du Scheiße, hier ist ein komplett eingekleideter Ritter. Mit Axt und Keule in der Hand. Aus Metall. Ich glaube. Ey, scheiße, ich dachte, den haben wir umgebracht. Nee, der hat ganz oben an dem See hat er seine Hütte. Der beschützt da 2 kleinere. Hat mich etwas unfreundlich angeguckt. Also /list war jetzt der Befehl, ja, habe ich das richtig mitgekriegt? Ja. Dann siehst du, wer 19 Spieler, okay. Nein! Doch? Nein, ich werde gerade angegriffen. Achso. Und cool. Ganz uncool, ganz uncool. Holzblöcke? Wo sind die anderen? Seid ihr unter... Ich wollte gerade Steine sammeln, aber jetzt werde ich gerade von einem Wurm beschossen. Werte Herr, lasst mich laufen! Ich bin jetzt da, wo der Lehm war. Wow. Ich hab mal die anderen Waffen, wo der noch hat, in die Kiste gepackt. Oh, der Pfeil ging neben mich. Uah! Mein lieber Ufo, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du hier alles vollblutest? Nein.
Blute ich? Ich sehe das nicht, ich habe keine Gesundheitsanzeige. Nee, ich blute nicht, ich bin das nicht. Nein, doch, du blutest. Nein. Definitiv. Ich sehe das nicht bei mir. Brauch mal eine Putzfrau, das sieht ja schlimm aus hier. Ich sehe nicht. Jungs, kommt mir mal einer bitte entgegen, weil ich werde jetzt gerade ziemlich von dem Schwarzen gejagt. Na, wo bist du denn? Ja, ich laufe gerade Richtung Haus. Ja, am Strand lang oder wie? Ja, ja, am Strand lang. Na, die anderen haben keine Zeit, die müssen bauen. Kann sein, dass du stirbst. Ich komme in deine Richtung gerannt. Bin jetzt auch zu schlecht ausgestattet. Ja, bau mal. Nee, geh zurück, Ufo, geh zurück. Ich sehe das Haus schon mal. Okay. Hoffe ich schaff's einfach am Zick. Der sagt, der trifft mich halt auch beim Laufen. Irgendwie. Lauf, lauf, Kleiner! Vielleicht sind ja die kleinen Neger irgendwie die man so schwer trifft, die halt gut sind zum naja, PvP. Naja, Kronk hat's ja auch in seinem Let's Play gesagt. Ja. Oh, jetzt hat er mich erwischt, jetzt bin ich gleich tot. Ach man, ey. Leonardo Scheiße. Kommt, um dich zu schützen. Er rennt. Scheiße. Ja, er hat mich geholt. Mist. Schade. Mein ganzes Loot weg. Oder hat er mich gelootet? Noch nicht. Vielleicht kann ich mir wieder alles holen. Ufo, läufst du ihm gerade entgegen? Ja. Oder kämpft gerade Leonardo auch gegen ihn, ja? Ja. Gut. Achso, ich durfte natürlich nicht Leonardo treffen. Das ist auch schwer bei diesem Kampfsystem, das ist wirklich sehr schlecht. Ich habe leider keinen Pfeil oder sowas. Leckt halt die Scheiße. Ergib dich, Licht! Oh. Es ist, also dieses Kampfsystem ist wirklich so kacke, ey. Das ist so reiner Zufall, ob man trifft. Ergib dich! Ergib dich, Wicht! Jawohl, wir haben ihn! Gilt halt nicht. Hauptsache, deine Waffe ist möglichst lang. Gott sei Dank. So, oh, da habe ich schon mal einen Bogen, den nehme doch gleich mal ich an mich. Lalalalalalalalala. Ufo, bleib mal hier. Ja. Nimm mal den Rest mit raus. Weil den Rest kann ich nicht nehmen. Ja. Finde nämlich schade, weil das die ganze Rüstung ist von ihm. Achso. Oh. Ja, oh. Dann kannst du ihn nicht gleich mal ausrüsten. Rüstung, ja. War alles mitgenommen? Oh, was hat er denn da? Eisenketten oder was? Handschellen? Ja, irgendwie sowas habe ich auch gesehen, ja. Krass. Ja, die kannst du mit dem Stein nicht. Da brauchst du ein Lockpick für, um rauszukommen. Die kannst du nicht mit dem Stein. Ich bin freien raus. Geht kurz auf Seite. Habt ihr alles mitgenommen? Ja, gehen wir auf Seite. Leute, wir sind schon bei 30 Minuten, wir müssen die Folge beenden. Gut, dann würde ich mal sagen, zurück ins Haus und dann. Juhu! Ja, was für ein Ende mit einem epischen Kampf! Und Alter, hier ist ja wirklich jedes Mal richtig. Irgendwas ist immer los, wa? Irgendwas ist immer. Gut, dass wir eine Gruppe sind. Dadurch konnten wir uns jetzt dann doch einiges ergattern. Ja. Doch irgendwas das gebracht. Hat er aber verdient, ey. Nee, das war. Ihr wollt unbedingt mich, armen, kleinen Bürger, ja, der nichts hat, töten und das war sein Verderben. Genau. Und gar nicht wahrscheinlich, um dich zu looten oder so, sondern nur so. Um mich zu ärgern, ja. Ja. Um seine Macht auszukosten. Da muss man sagen, unser Türsteher, Bodyguard Leonardo, doch gleich mal zugeschlagen. Ja. Der Schwarze hat's geregelt. Ja, und jetzt sehen wir mal unser Gebäude von außen. Das schaut auch schon mal richtig, richtig, richtig böse aus. Für das, dass wir jetzt im Grunde eine Stunde auf diesem Server spielen. Ja. Eigentlich schon wieder viel zu gut.
Also andere farmen sich dumm und dämlich und wir ja. nutzen es aus. Habe ich irgendwo draußen noch eine Reihe alte Blöcke gelassen? So, ist egal. Alle reinkommen ins Haus, Türen schließen und dann würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Stefan, jo, kommst du ich rein? Komme. Machst du die Türen zu, Stefan? Moment, lass mich noch rein. Ja, lass mich bitte rein. Die Animation ist auch geil. Na, so, geil. Wo man im Leder dresst, das schaut aber richtig stark aus. Ja. So. So. Reinspazieren, Werte. So. Ja, ich habe noch 115 Stein. So, aber was wir jetzt damit machen, werden wir in der nächsten Folge sehen, liebe Leute. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.